Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier in Train Sim World 2. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute, ja, kümmern wir uns, ja, auch hier in Train Sim World 2 um das Tutorial der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Für diejenigen, dieses Video ist so gesehen, für diejenigen, die beispielsweise Train Sim World nicht gespielt haben, sich aber Train Sim World 2 besorgt haben. Und so weiter und so fort. Deswegen schaffen wir mit der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Und machen die beiden Trainings. Interessanterweise werden wir hier in den Jungsverein geworfen. Dann gönnen wir uns mal die Einführung in die Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Und danach machen wir die S-Bahn-Einführung. In den L-Zügen. BR425 und BBR422. Ach ja, da war ja was. Wir müssen E drücken, um zu beginnen. Das ist Essen Hauptbahnhof. Nehmen Sie die Unterführung zum Bahnsteig 10, um einen Zug zu nehmen. Dann machen wir das mal und folgen den Markierungen zu Bahnsteig 10. Also es ist gut, dass man mal hier wieder eine Einführung hat. Wir hatten beispielsweise in die Tees Valley Line, hatten wir gar keine Einführung in die Strecke selbst. Hätte ich mich da nicht irgendwie informiert, ich weiß schon nicht mehr, wo ich geguckt habe, aber hätte ich die gar nicht nachgeschaut. Eine von 20 Streckenkarten von der Hauptstrecke Rhein-Ruhr, Duisburg Hauptbahnhof zu Bochum Hauptbahnhof. Warum machen wir da Tor dran? Wobei, ja gut, wenn wir jetzt hier gerade in. Na, vielleicht steht das ja auch in Realität so da. Wer weiß das schon. 1 von 20 Plakaten angebracht. Auch wieder viele Collectibles, die wir sammeln können. Allerdings gibt es dahingehend ja, glaube ich, noch keinen wirklichen. 1 von 20 Fahrkartenautomaten. Haben wir den auch schon. Allerdings gibt es bisher noch keine. Ich weiß gar nicht, gibt's. Hat jemand, der irgendwie gerade zuschaut, kennt jemand, ob das irgendwie. Ob es irgendwie. Ich kann mal jetzt auch hier sitzen können. Hat man irgendwie was davon, wenn man das irgendwie abschließt, alle Collectibles, oder ist das einfach so ein. Ist einfach nur so ein Nebenbei-Feature so gesehen. Mastery kommt ja jetzt bald auch zu Train Sim World 2. Das, was wir ja auch schon vorher hatten. Und die Hauptstrecke Rhein-Ruhr bietet Nahverkehrszüge und Expresszüge im Nordwesten Deutschlands. Zwischen den geschäftigen Großstädten Duisburg und Bochum. Ist das noch Nordwesten? Ist das nicht eher Westen? Also ich komme aus dem Nordwesten und ich würde das nicht als Nordwesten bezeichnen. Also sagen wir es mal so. Ja genau, Mastery kommt auch bald zu Train Sim. Sie fahren derzeit einen Elektrotriebwagen BR425. Dieser besteht aus Formationen mit 8 Wagen und betreibt Regionalstrecken dieser Region. Train Sim World ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir das Äußere dieses Zuges erkunden. Gehen wir auf die 3 zur Frontkamera. Da können wir dann auch mit Fan-File-Tasten das Ganze ein bisschen uns umschauen. Weitere interne und externe Kameraansichten können mit den Zahlentasten erreicht werden.
solche einfach so mitzufahren, ist halt auch mal schön und spannend und entspannt. Nicht immer das Fahren. Hierher war es nur eine kurze Reise. Schauen wir, was es sonst noch zu genießen gibt. Willkommen auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Stellen Sie sich der Herausforderung, Pendler auf einer geschäftigen Hauptstrecke zu befördern. Fahren Sie entlang der Hauptstrecke, die die Städte der größten Metropolregion Deutschlands verbindet. Bedienen Sie diverse Verbindungsmuster zwischen verschiedenen Zielen. Halten Sie einen straffen Zeitplan mit vielen regulären Personenzügen ein. Auf der Route können Sie Streckenkarten platzieren, Feuerlöscher ersetzen, Plakate anbringen und mehr Fahrkartenautomaten in Gebrauch bringen. Wählen Sie zwischen Nahverkehrs- und Expresszügen und reisen Sie auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Stimmt, die Reise gibt es ja auch noch. Das Feature der Reise habe ich bisher noch nie in Anspruch genommen. Aber ich denke mal, in Schweiz Nummer 2 werde ich das dann irgendwann mal machen. Zeitminute 4 Minuten 29. Dann machen wir weiter mit dem nächsten. Mit der richtigen Einführung so gesehen. Nicht der Einführung in die Strecke, sondern mit der S-Bahn-EMU-Einführung. Willkommen in diesen S-Bahn-Elektrotriebzügen in der verkehrsroten Lackierung der DB. Diese kurze Einführung umfasst den Umgang mit den Fahrgästen und die Fahrtwiederaufnahme nach einer Notbremsung. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Und da wir jetzt auch hier einmal halt die BR425 haben und einmal die BR422, werden wir uns einmal in die BR425 setzen und einmal in die BR422. Und wir fangen mit der BR422 an, bekommen dann halt hier eine Einführung. Wird zwar prinzipiell das... Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Wird vom Prinzip her das ähnliche und ähnliches Spiel sein, aber wir machen das trotzdem einfach mal selbst. Um das Bedienpult zu aktivieren, stecken Sie den Richtungswenderschlüssel ein. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Ja, das machen wir jetzt mal einfach nicht. Wir entriegeln einfach die Türen auf der rechten Seite. Bei den ganzen Szenarien für Leute, die das erste Mal hier irgendwie reinschauen, die ganzen Szenarien und den Fahrplanmodus und so weiter werde ich, fahre ich immer dann mit halt mit den Zugsicherheitssystemen wie PZB, SIFA, wenn es möglich ist, LZB und so weiter. Aber das Ganze halt nicht in den Tutorials, weil wozu da jetzt dann noch das reinmachen, da kann man das dann eher... Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Während der Fahrt, von den Szenarien oder von den Fahrplanmodis machen. Dieser Triebzug verfügt über einen Kombihebel, der Leistung und Bremse steuert. Derzeit ist dieser im Bremsbereich. Bewegen Sie den Hebel über die Ausstellung hinaus in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Machen wir das mal. Jetzt bewegen wir uns, bringen mehr Kraft auf und konzentrieren uns auf das Erreichen der erforderlichen Geschwindigkeit. Im Normalfall fahre ich auch meistens halt mit A und D, dass ich ja den Kombihebel erhöhe, bzw. den Leistungsregler erhöhe. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Schalten wir mal auf aus. Wir müssen noch mal kurz rein. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, fahren Sie etwas langsamer, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Ja, der gibt Sinn. Dann müssen wir jetzt noch ein Stückchen fahren und halten wir am nächsten Punkt. Wir haben, glaube ich, auch noch mal eine Notfallbremsung, aus der wir uns dann lösen müssen. Also eine Notfallbremsung-Simulation. Aber die kommt, glaube ich, erst nach dem Bahnsteig. Wenn ich mich recht entsinne. Bin noch auf Miles Power, fällt mir gerade auf. Ändern wir das mal fix.
daran, weil ich gerade eben nur auf einer britischen Strecke unterwegs war. Und ich fahre, also es gibt natürlich Leute, die halt die Szenarien, also es gibt sehr viele Leute, wie ich gemerkt habe, durch die Steam Achievements, die überhaupt nicht die Szenarien fahren, die vorgegebenen, die erstellten Szenarien und mitgelieferten Szenarien von der Route selbst. Bei mir ist es aber so, ich mache das immer so, dass ich mich halt erst hauptsächlich mit den Strecken beschäftige, mit den Szenarien von den Strecken, die mitgeliefert werden, und mich danach erst an den per Zufallsgenerator an den Fahrplanmodus setze. Also wenn ihr gerne Szenarien seht oder die Szenarien, die von DTG erstellt wurden oder von den Entwicklern der Karten, dann seid ihr bei mir genau richtig. Diese werdet ihr alle hier sehen. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Das war jetzt gerade hier die Warnung für die Geschwindigkeitsbeschränkung, die wir in 1,3 Kilometern haben. Ein Haltepunkt, den ihr jetzt gleich seht, die Haltetafel, die werdet ihr bei mir auch nicht sehen, weil ich sie halt nervig finde. Haltepunkt werdet ihr immer sehen, aber halt nicht das quasi, was auf nicht die einzelnen Wagen, die projiziert wurden, so gesehen, wo der Wagen halten soll. Habe ich jetzt gerade natürlich vorführmäßig super gehalten. Dann können wir die Türen wieder schließen. Versuchen Sie nun, den Zug ohne Anleitung zum nächsten Bahnhof zu fahren. Beachten Sie, dass vor der Ankunft eine Notbremsung erfolgt. Ja, das ist ja praktisch, also jetzt hier die Tür ja nicht zu kriegen, ne? Aber will ich schon mal jetzt diesmal richtig verriegeln? Dass wir auch wirklich weiterkommen können. Versuchen Sie nun, den Zug ohne Anleitung zum nächsten Bahnhof zu fahren. Beachten Sie, dass vor der Ankunft eine Notbremsung erfolgt. Ja, das hatte ich noch in Erinnerung. Danke für die weitere Warnung. Vielleicht dürfen wir nur 50 Kilometer pro Stunde fahren. Leicht bergab. Ein bisschen können wir uns noch rollen lassen, noch sind wir nicht zu schnell. Geschwindigkeitsbeschränkung war aufgrund der Weichenwechsel oder des Gleisewechsels. Dann dürfen wir jetzt auch gleich beschleunigen auf, ja, ein bisschen. Auf mindestens 100 dürfen wir beschleunigen. Aber die Zwangsbremse wird dann noch kommen. Perfekter Zeitpunkt, würde ich sagen. Als hätte ich sie gerufen.
verwenden Sie die Handbremse, um den Zug zu halten, während das Bremssystem aufgeladen wird. Dann legen wir die Federspeicherbremse an. Lösen die Notbremse. Der Zug wurde zurückgesetzt. Er kann also weiterfahren. Lösen wir die Federspeicherbremse. Kehren Sie wie zuvor zur Streckengeschwindigkeit zurück und bereiten Sie sich darauf vor, beim nächsten Bahnsteig anzuhalten. So, beim nächsten Bahnhof anzuhalten. Dann haben wir gereicht und das heißt, wir halten jetzt noch in Essen-Eiberg. Und dann haben wir zumindest die Einführung für die BR422 hinter uns und dann steigen wir gleich nochmal kurz fix in die BR425 ein. Damit wir die uns auch nochmal hier angucken können. Gemeinsam. Bei den Szenarien im Fahrplanmodus kommt man ja nicht so ganz zu. Denken Sie daran, die Bremsen frühzeitig und vorsichtig zu betätigen, um den Fahrgästen eine angenehme Fahrt zu bieten. Machen wir das doch mal und versuchen gut zu halten. Diesmal etwas besser als zuvor. Aber ich bleibe bei etwas. Dann öffnen wir die rechten Fahrgasttüren und lassen die Fahrgäste aussteigen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieses Zuges durchgegangen. Die hier erworbenen Fähigkeiten können direkt auf ähnliche S-Bahnen angewandt werden. Weitere Details zu den Steuerungen beider Züge finden Sie in der Anleitung. Achieve Unlock HRR Certified Pro. Ja, bisschen Pünktchen bekommen wir noch und wir setzen uns direkt hier nochmal Modul wiederholen. Und setzen uns dann jetzt in diesem Fall dann nochmal in die BR425 rein. Ist vom Prinzip her eigentlich genau dasselbe, nur weil es halt die BR425 ist und eine andere Strecke und so weiter, setzen wir uns auch nochmal hier rein. Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Um das Bedienpult zu aktivieren, stecken Sie den Richtungswenderschlüssel ein. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Manchmal schwierig zu treffen, das Ganze. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. So, vom Sound her finde ich, glaube ich, bei dem Rennen sind die BR425 angenehmer als die BR423. Also soundtechnisch gesehen. Finde ich sie nicer. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Machen wir das nochmal gleich. Nachdem wir dieses Szenario nachdem wir diese Fahrt hier abgeschlossen haben mit der BR425. Dieser Triebzug verfügt über einen Kombihebel, der Leistung und Bremse steuert. Derzeit ist dieser im Bremsbereich. Bewegen Sie den Hebel über die Ausstellung hinaus in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Kann man auch gut sehen, Schnellbremse, Vollbremse, Bremse und fahren. Nachdem wir diese Einführung hier abgeschlossen haben, werden wir uns... Jetzt bewegen wir uns, bringen mehr Kraft auf und konzentrieren uns auf das Erreichen der erforderlichen Geschwindigkeit. Kurz gemeinsam anschauen, was es hier für Szenarien auf der Strecke, auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr uns erwarten. Welche so mitgeliefert sind.
ist auch schon schön, so mit dem S-Bahn zu fahren. Haben wir auch wieder das Ganze, da kann man da und das Ganze dann fahren und so. Und dann zwischen den ganzen Güterzügen, ganzen britischen Güterzügen und sonstigen. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, bremsen Sie. Um es mal so stark runterzubrechen. Dann kommt, wie gesagt, S-Bahn fahren halt zwischen den ganzen Güterzug-Szenarien, um ein bisschen Abwechslung einzubringen, auch in die Strecken. Das ist ganz cool, dass ich gerade ein bisschen mehr Platz auf der Festplatte habe, weil ich nämlich Train Simulator deinstalliert habe. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Jetzt können wir auch wirklich komplett sanft anhalten, quasi Regionalexpress-mäßig. Da wir keinen zeitlichen Aspekt haben, keine Zeit im Nacken haben. Ansonsten müssen wir halt mit der S-Bahn halt ja wirklich sehr gut die richtige Bremskurve finden. Dann kriegen wir die Türen. Da wir da, okay, ich wollte gerade sagen, wenn wir rauskommen, können wir das Plakat mitnehmen, aber wir sind hier eingesperrt im wahrsten Sinne des Wortes. Verriegeln wir wieder die Türen und dann bekommen wir gleich nochmal die Notbremsung, auch noch hier mit der BR425 mit. Versuchen Sie nun, den Zug ohne Anleitung zum nächsten Bahnhof zu fahren. Beachten Sie, dass vor der Ankunft eine Notbremsung erfolgt. Das haben wir auf dem Schirm gehabt. Ich finde interessant, wie das auch die Tutorials der alten Strecken von Trains in World nicht überarbeitet wurden, nicht angepasst wurden. Also bei den neuen wird ja auch voller. Ich war ja schon draußen. Bei neuem wird ja das hier nochmal erklärt, was man hier sieht. Wird ja das komplette HUD nochmal eingeführt. Und wenn man das komplette HUD eingeführt, was ja bei den alten Strecken nicht so war, wie man sieht. Beziehungsweise gesehen hat. Wäre normalerweise bei der Einführung in die Strecke gewesen, dass man das HUD erklärt bekommt. Zumindest war es so auf den Hauptstrecken München-Augsburg und auf der Schnellfahrstrecke Köln. Und bei der Bakerloo Line. Wird wahrscheinlich auch dann so beim LGV Mediterranean gewesen sein. Für mich gerade sein, wenn das wieder rauskommt, wird es gewesen sein. Oder wissen wir das schon. Aber davon ist auszugehen. Warten wir, bis der Zug zum Stehen gekommen ist und lösen dann wieder die Notbremsung. Verwenden Sie die Handbremse, um den Zug zu halten, während das Bremssystem aufgeladen wird. Selbe Spiel auch hier. Der Zug wurde zurückgesetzt. Er kann also weiterfahren. K
kehren Sie wie zuvor zur Streckengeschwindigkeit zurück und bereiten Sie sich darauf vor, im nächsten Bahnhof zu halten. Habe ich schon wieder verkackt und zu früh den Kombihebel umgelegt. Belastend. Dann halten wir jetzt einen Wattenscheid. Und schauen uns danach gemeinsam, wie gesagt, an, was die Strecke für Szenarien so bereithält. Denken Sie daran, die Bremsen frühzeitig und vorsichtig zu betätigen, um den Fahrgästen eine angenehme Fahrt zu bieten. Das wird auch schon wieder ordentlich reinbremsen. Also ein Stück fertig, weil die Szenarien alle nacheinander aufnehmen müssen. Damit ich die Bremskurve halt im Kopf habe. Sprich, ich werde wahrscheinlich erstmal nicht weiter was aufnehmen. Da ich noch zu sehr in der Bremskurve vom Transpennine Valley. Nee, vom Transpennine. Genau, Transpennine gibt es zwar auch, aber ich bin noch zu sehr in der Tees Valley Line drin. Und bald kommt dann ja, also für mich kommt bald LGV Mediterranee raus von der Marcel Avion Linie, wo ich dann wahrscheinlich alle Sachen direkt nacheinander ballere, also und aufnehme und so weiter. Von daher werde ich mich erstmal zurücklehnen, was die Hauptstrecke Rhein-Ruhr betrifft, und danach dann gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieses Zuges durchgegangen. Die hier erworbenen Fähigkeiten können direkt auf ähnliche S-Bahnen angewandt werden. Weitere Details zu den Steuerungen beider Züge finden Sie in der Anleitung. Haben wir uns aber noch eine Goldmedaille geholt. Genauso, das war auch in Transim World so, in Transim World im ersten Teil davon. Was auch so, erst habe ich eine Silbermedaille bekommen für die BR422 und dann für die BR425 habe ich eine Goldmedaille bekommen. Ganz komisch. Dann gucken wir uns mal die Szenarien an, die hier mitgeliefert wurden mit der Strecke. Ja, auf Erkunden auf Szenario. Dann haben wir einmal die Verbindung über Essen. Übernehmen Sie die Verantwortung für eine S-Bahn Richtung Osten aus Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Sind alles, alle 5 Szenarien sind Schwierigkeit 1 von 5, so gesehen. 8.550 Punkte für die Goldmedaille jetzt für dieses Szenario. Ziel Duisburg, übernehmen Sie die Verantwortung für eine S-Bahn Richtung Westen aus Essen Hauptbahnhof. 5.850 Punkte für die Goldmedaille. Dann haben wir Schneezeit. Ja, mal gucken, ob wir das rechtzeitig noch hinbekommen, dann das Ganze hier. Ah, denke ich mal. Ich muss ja nicht alles in der Reihenfolge rausbringen. Wobei, vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass wir das noch in der Winterzeit hinbekommen, bevor der meteorologische Frühling beginnt. Fahren Sie den letzten Abschnitt einer S-Bahn-Strecke Richtung Westen, die in Essen Hauptbahnhof endet, für 6.250 Punkte die Goldmedaille. Dann haben wir den S1 Express. Bedienen Sie eine schnelle S1 Strecke Richtung Osten von Duisburg Hauptbahnhof. 6.200 Punkte für die Goldmedaille. Und Nebel auf dem Rhein. 6.600 Punkte für die Goldmedaille. Bringen Sie einen Zug in den Verkehr und beginnen Sie eine Fahrt Richtung Osten von Duisburg Hauptbahnhof aus. Das sind alles sehr kurze Szenarien. Gut, bis auf das erste. Die anderen sind alle sehr, sehr zeitlich gering. Ja. Sprich, das nächste Mal, wenn wir hier auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr sind, wir doch, oder? Ja, Hauptstrecke Rhein-Ruhr sind, dann geht es hier um. Ja, mal kümmern wir uns um die Verbindung über Essen. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Transim World 2 Video wieder.